Okay, das hat wirklich sich wirklich gelohnt und Quado hat es ordentlich hingekriegt. Wir sind ja jetzt an der Flusskreuzung. Dann dürften wir hier auch irgendwo den Keller finden. Ja, genau hier. Ein lohnendes Objekt. Gucken wir mal. Dafür haben wir immerhin auch 5 Dukaten gezahlt. Oh, Wolfsratten. Ei. Die dürften aber mittlerweile für uns kein Problem mehr sein. Aua, Fallen ausgelöst. Das ist weniger schön. Ich werde die ganze Gruppe mal zum Gehen animieren. Und ja, ich weiß, das ist langsamer. Ja? Aber wenigstens renne ich so nicht ständig in Fallen rein. Und Wolfsratten sind ja nicht schwer zu besiegen. Vorausgesetzt, sie fügen mir keinen Wundbrand zu. Juhu, Vorgrim rennt wie ein Irrer los. Ich habe noch ein paar Bolzen, aber Feires braucht Pfeile. So. Gehen wir langsam vor. Ich nehme mal an, da ist eine lohnende Truhe. Die Wolfsratten greifen uns noch nicht an, also ignorieren wir die mal kurz. Sondern gehen ganz vorsichtig auf diese Truhe zu. So viel zu ganz vorsichtig. Wer hat eine höhere Sinnesschärfe als ich? Feiris. Was? Feiris, geh du mal vor, während ich hier gerade kokel. Oder heil mich mal besser. Was? Okay, es ist mein Balsam fehlgeschlagen. Was? Okay, hier scheint schon erledigt. Eine lohnenswerte Truhe zu sein. Mal gucken. Na, das sehe ich schon mal wirklich lohnenswert. Das Zeug können wir gut verticken. Aber jetzt gucken wir noch da. Da ist nämlich auch noch was. Diesmal hat Quado das Gift abgekriegt und ich kann nicht klicken. So. Und noch eine Falle ausgelöst, Quado ist tot. Super. Die Ratten sind aber auch tot. Und Quado ist gleich nochmal gestorben. Dann verarzten wir ihn mal gleich. So. Ja?
Fires geht am besten wieder vor. Und Koano öffnet die verschlossene lohnende Truhe. Das lief jetzt nicht ganz so wie geplant, aber... dafür war das hier definitiv lohnenswert. Also was wir da jetzt an Geld gemacht haben... ich speichere nur mal schnell ab. Nicht, dass wenn wir jetzt hier gleich wieder lebend rauskommen und irgendein Dieb in den Rücken fällt, immerhin hat sie uns die Information gegeben und ist vielleicht gierig auf die Beute. Aber nö, dem scheint nicht so. Okay, nächste Station Hafen. Denn am Hafen müsste noch dieses Schiff sein, was wir für die Silberfüchsin ausspähen sollten. Sagt mir, die Stadtwache braucht eure Unterstützung. Das ist die Gelegenheit für euch tapfere Männer. Das ist eine Sie. Ja, das ist eine Sie. Und das müsste die Kiste sein, hä? Die Aufseherin ablenken. Sprechen wir sie mal an. Nichts weiter. Okay. So einfach kriegen wir sie nicht da weg. Wenn wir die Kiste einfach anklicken. Hey, Finger weg von den Kisten, sonst fängst du dir eine. Okay. Fix, vergib mir. Aber diese Frau zu bestehlen, würde selbst ich nicht wagen. Was ist? Nichts weiter. Naduel, die Stadtwache braucht eure Unterstützung. Vielleicht kann mir Parkour helfen? Meldet euch. Meldet euch. Nein, der sagt mir auch nichts. Oh, aber wir sind ja wieder hier. Krämer Olbin. Willkommen bei Olbins Gemischtwaren. Habt ihr vielleicht einen kleinen Auftrag für mich? Ich habe hier ein Paket für DP. Gebt das doch bitte beim Schneider Makusi ab. Ihr findet Makusi auf dem Marktplatz. Er wird wissen, was damit zu tun ist. Alles klar, wer auch immer DP ist. Kann ich euch vielleicht sonst behilflich sein? Okay, das sieht nach teurem Stoffen aus. Nein. Schäbige Kiste. Also ich sehe hier jetzt gerade auf den ersten Blick nichts, womit ich sie ablenken könnte. Meldet euch bei Hauptmann. Schön euch wiederzusehen. Habt ihr Fragen? Nein, der hier kann uns auch nicht helfen. Und ich denke mal, auf unserem Schiff kann uns auch keiner helfen. Oh, aber der tolle Händler ist abgezogen, der die eine Frau von der Zollfeste weggebracht hat. Der war ja auch mal kurz hier. Flussfahrer, Flussfahrerin. Ja. Meldet euch bei Hauptmann Nirulf in der Kaserne. Mal sehen, ob Koano vielleicht mit Schleichen was erreichen kann. Auch wenn ich das bezweifle. Ich mach das. Hey, Finger weg von den Kisten, sonst fängst du dir eine. Warum dauert das so lange? Hast du schon wieder mit dem Flittchen da hinten geschäkert? Gut. Wer? Ich? Das würde ich mir niemals erlauben. Spar dir deine Worte. Wenn die Kisten hier noch lange stehen, bekommst du keinen Heller. Was ist? Jetzt also, ich hab... Was ist? Nichts weiter. Können wir dich beklauen? Schon erledigt. Hä? Was ist? Nein, können wir nicht. Oder wir versuchen es nochmal. Ich mach. Na?
schleichen wir uns mal um sie herum und versuchen es von hinten. Gut. Na? Nein, so geht das nicht. Kannst du uns helfen? Ach, hoffentlich wird der Fluss wieder sicher, jetzt wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert. Schade, das wird wohl nichts aus uns, Schätzchen. Hallo, Hübscher. Was kann ich für dich tun? Okay, vielleicht kann sie uns helfen. Ich würde gerne ein Geschäft mit dir machen. Na, da bin ich aber gespannt. Ich kann mir schon denken, worum es geht. Da denkst du wahrscheinlich falsch. Also, es geht um einen Freund. Die Nummer kenne ich. Ich glaub's nicht. Wir versuchen jetzt gerade ein leichtes Mädchen zu bestechen, dass sie uns hilft. Es handelt sich um den Hafenarbeiter. Mir egal, welches krumme Ding du da drehen willst. Aber das treibt den Preis natürlich in die Höhe. Ja, okay. Jetzt ist sie schon etwas mehr bei der Sache. Betören Quano. Machen wir es mal mit Betören. Quano ist ja so der Weiberheld. Meine Überrede ist wahrscheinlich nicht so angebracht in dem Fall. Honigkäschen, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du dir das Lagerhaus zeigen lassen würdest. Tut mir richtig leid, aber Dinge kosten nun mal. Okay. Was kostet es denn, wenn du dir ein wichtiges Lagerhaus zeigen lassen würdest? 5 Dukaten sollte dir dieses kleine Schauspiel schon wert sein. Okay. Das muss sich dann aber auch wirklich lohnen. Bringt das jetzt gleich was oder muss ich erst warten? Was ist? Das ist die Gelegenheit für... Nein, da muss ich erst warten, bis er wieder vorbeigeht. Und ich sollte mal wieder zu mir wechseln. Die ganze Zeit Quado hinterher zu gucken, ist auch komisch. So hart arbeitender Mann macht mich schwach. Komm näher, damit ich sehe, wie du aussiehst. Ich? Ja, klar. Schau an, was für ein... Jetzt vielleicht. Was ist? Nichts weiter. Okay, ich kann es immer ruhig sagen. Manchmal bedauere ich, das Tagewerk eines gewöhnlichen Hafenarbeiters bei Hauptmann. Den Kommentar von Quado, dazu sage ich jetzt mal nichts. Aber jetzt dürfte sie. Was ist? Wo ist eigentlich euer Kistenschlepper? Was meinst du damit? Treibt er sich etwa schon wieder bei diesem Flittchen rum? Scheint so. Ich würde mal im Lagerhaus nachschauen. Was? Diesen Lump werde ich Beine machen. Dankeschön. Jetzt können wir mal einen Blick riskieren. Wenn Dilger das erfährt, wird die Augen machen. Okay. Das ist die Gelegenheit für... Damit haben wir das auch geregelt. Zurück zum Marktplatz. Erst einmal zum Schneider Makusi. Viel zu tun. Jedes Kleidungsstück der ganzen Gegend ist schon mal durch. Ich habe hier ein Paket für DP. Man sagt, ihr wüsstet, was damit zu tun ist. Ah, endlich. Ich danke euch. Nehmt dies hier als Lohn. 7 Heller. Super. Anderweitig behilflich sein? Nein, danke. Jetzt gehen wir gleich wieder zurück zum Krämer, weil der hat garantiert noch mehr Pakete für uns. Wenn sich der Preis nur so langsam steigert. Gucken wir mal. Willkommen bei Olmes Gemüse. Habt ihr vielleicht einen kleinen Auftrag? Die Irian im Prios-Tempel braucht ihn. Kann ich euch vielleicht sonst behilfen? Okay, ab zum Prios-Tempel. Da waren wir auch schon. Marktplatz. So, gehen wir erst in den Prios-Tempel. Jetzt erkenne ich es. Es ist nur sein Hut.